Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ich möchte euch heute den neuen Tier 7 Medium der Italiener vorstellen, den P43 TER. Und erstmal habe ich ihn jetzt hier in den Vergleich gesetzt mit dem Leo, dem Komet und dem Panther. Ich denke, das sind von der Spielweise her, wenn man den Panther jetzt ein bisschen außen vor lässt, dann kann man die ganz gut miteinander vergleichen. Der Panther ist für mich halt so die Referenz auf der Tierstufe 7, meiner Meinung nach. Und das habe ich ja auch schon in mehreren Videos dargelegt, warum. Der stärkste Tier 7 Medium, das fängt schon an mit der DPM und der Durchschlagskraft. 2100 DPM hat der Panther und 198 mm Durchschlagskraft auf der Tierstufe 7, auf jeden Fall eine Ansage. Der Komet hat auch eine super starke DPM von 2200. Auch das sehr, sehr erwähnenswert. Hat jetzt nicht die allergrößte Durchschlagskraft, nur 148. Der P43 liegt irgendwo dazwischen mit 1877. Jetzt ja, nicht unbedingt das Maß der Dinge. Dafür trifft er für 240. Also der Alpha-Schaden ist schon brauchbar. Der Leo hat hier die schwächste DPM und man kann ganz klar erkennen, je höher der Alpha-Schaden, umso schwächer die DPM. Das ist so auf der Tierstufe 7, denke ich, recht gut zu erkennen. Also der P43 mit 240 Alpha-Schaden. Gucken wir mal ganz kurz auf das Kaliber. 90 mm. Der Leo hat sogar 105 mm. Ja, und dann Komet und Panther ähnlich. Beide um die 75 mm. Shell Velocity ist auch bekannt auf dem Tierlevel, dass die Geschosse nicht allzu schnell fliegen. 758 Meter pro Sekunde ist jetzt nicht unbedingt hervorragend. Da kommt der Panther mit knapp 1000 schon besser um die Ecke. Aber ihr seht es auch, die anderen beiden nicht unbedingt viel, viel besser. Bei der Einziehzeit, und da kommen wir jetzt so zu dem ersten Thema, was den Panzer meiner Meinung nach auch nicht viel besser macht als den Sechser. Den Sechser hatte ich ja schon vorgestellt und der hat mir gar nicht gut gefallen. Und ein ähnliches Fazit kann ich auch für den P43 TER, den Tierstufe 7 Medium der Italiener, ziehen. Einziehzeit 2,3 Sekunden, hört sich jetzt erst einmal gar nicht so viel an, fühlt sich aber noch deutlich länger an, wenn ihr denn tatsächlich versucht, irgendwelche Ziele zu treffen. Ich meine, gut, der Leo, man kann schon fast von der Derpgun sprechen auf dem Tierlevel. 2,88 Sekunden, das ist schon wirklich heftig. Aber die beiden anderen schaffen es immerhin in 2,21 Sekunden, ihre Ziele zu erfassen. Und haben dann beide auch noch eine viel, viel bessere Dispersion mit 0,33 und 0,31. Und ihr seht das hier beim P43 TR. Das ist so eine Sache, das fühlt sich echt extrem ärgerlich an. Ihr zielt schon so unendlich lange ein und dann habt ihr auch nur eine Genauigkeit von 0,38 auf einem Medium, wo ihr auch kaum Panzerung besitzt. Und 240 Alpha-Schaden ist, ja, ist schon okay, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie den Gegnern so unglaublich viel Respekt einflößt. Also von daher, und wenn ihr dann eure Schüsse auf eine Entfernung von über 200 Meter schon nicht mehr verlässlich trefft, dann fühlt sich das sehr, sehr bitter manchmal an. Die Dispersion-Werte sind nicht super, sind nicht schlecht, sind hier genau im Mittelfeld. Die anderen drei haben ähnliche Dispersion-Werte, nur der Komet fällt da so ein bisschen raus mit sehr, sehr schlechten Dispersion-Werten während der Fahrt und während der Tank-Traverse. Dafür hat der Komet aber die beste Gun-Depression mit 12 Grad Gun-Depression, kann er wirklich hinter jeder Hügelkuppe effektiv arbeiten. Und da kommen wir zu der nächsten Sache, die beim P43 TR nicht ganz so toll ist. 7 Grad Gun Depression hört sich jetzt gar nicht so verkehrt an, ist auch nicht allzu wenig. Aber wenn wir mal schauen, der Leo hat 10 Grad, der Komet 12 Grad und der Panther immerhin 8 Grad. Also alle haben mehr Gun Depression als der P43 TR. Jetzt haben wir halt diese ungenaue Kanone mit der langen Einziehzeit gepaart mit einer nicht so zu tollen Gun Depression. Wir haben eine durchschnittliche DPM für das Tierlevel. Wir haben eine sehr schwache Shell Velocity. Also alles zusammen merkt ihr schon, worauf es hinausläuft beim P43 TR. Und diejenigen, die sich jetzt fragen, hey, wann kommt denn mal irgendwas, wo der P43 TR so richtig gut drin ist, den muss ich leider sagen, in diesem Video nicht mehr. Forward Speed 55 km/h, ja, es ist in Ordnung, ist so auf Panther-Niveau. Nur der Komet ist hier ein bisschen unmobiler. Der Leo hat immerhin 60 km/h, auf die er kommt. 700 PS, das ist auf jeden Fall eine stolze Motorleistung. Also von der Mobilität her
ist es durchaus okay, aber der Panzer wiegt auch seine 36 Tonnen. Ihr seht das hier, da ist nur der Panther schwerer und hat eine Power-to-Weight-Ratio von 19,44. Also da sind auch die anderen beiden, Leo und Komet, die mit der Spielweise sehr, sehr ähnlich sind, noch ein bisschen besser unterwegs, was die Power-to-Weight-Ratio angeht. Terrain-Resistance-Werte, da sind sie alle relativ identisch. Ja, ansonsten die Panzerung, 100mm Wandpanzerung, 100mm Turmpanzerung ist stärker als bei den beiden anderen, als beim Leo und beim Komet. Und man kann schon hin und wieder, wenn die Sterne günstig stehen mit dem P-43TR, was bouncen. Auf der anderen Seite muss ich euch ja hier an der Stelle nicht erzählen, wie das derzeitige Matchmaking aussieht. Und dass man relativ häufig 9er und 8er Panzer zu sehen bekommt, denen es furzegal ist, ob ihr 100mm Panzerung habt oder nur 70mm. Die durchschlagen euch so oder so. Also von daher, ist das mit der Panzerung jetzt, man könnte jetzt schreien, Hooray, wir sind in der Lage, den einen oder anderen Sechser und die Fünfer, auf die man treffen könnte, zu penetrieren, aber grundsätzlich sind das hier keine Werte, die irgendwie das Ganze wettmachen, dass die Mobilität so lala ist, dass das Gunhandling schlecht ist, dass die DPM so lala ist, also der Panzer ist, wenn überhaupt, Durchschnitt, in einigen Bereichen ein bisschen leicht überdurchschnittlich, in vielen Bereichen unterdurchschnittlich und das ja, macht sich auch in der Spielweise bemerkbar. Man kann ihn relativ solide spielen, aber er ist jetzt auf jeden Fall kein Panzer wie der Panther zum Beispiel oder der Komet, wo man ganze Spiele diktieren kann. Bei dem Komet kommt es vor allem über die DPM und die Gun Depression, beim Panther über die DPM die hohe Durchschlagskraft und dann noch das geile Gun Handling. Also Komet und Panther sind auf jeden Fall deutlich besser, weil sie halt in einigen Bereichen einfach top sind und der P-43TR ist halt einfach All-Over-Durchschnitt. Ich habe jetzt für euch einfach mal heute, weil ja viele gesagt haben, sie wollen ein authentisches Bild, ich habe jetzt einfach mal drei Replays mitgebracht, die ich heute nacheinander gespielt habe heute Morgen. Also die Replays sind direkt aufeinander folgend entstanden und da kriegt ihr vielleicht auch mal so einen ganz guten Eindruck vom Matchmaking und davon, was der Panzer dann kann und was er nicht kann. Also viel Spaß dabei. Ja, die erste Karte, die wir spielen, ist D-Day, also Overlord und wir sind in einem 357 mit Tier, das bedeutet, wir haben 3-8er auf beiden Seiten, 5-7er und der Rest aufgefüllt mit 6er. Also das ist so, denke ich, das üblichste Matchmaking, was ihr bekommen werdet. Ihr kommt natürlich auch recht häufig in 9er-Gefechte, das durfte ich jetzt in dem Grind auch schon feststellen. Dass ihr mal Top-Tier seid in einem 3-5-7, kommt ja in 20 Gefechten vielleicht einmal vor. Das ist dann aber auch schon hochgegriffen. Ihr habt vielleicht noch das ein oder andere 6er-Only-Battle, aber das war es dann meistens auch. Ansonsten könnt ihr euch damit mit dem, ja, jetzt sage ich schon 6er-Only, 7er-Only-Battle, aber ansonsten könnt ihr euch mit dem Gedanken anfreunden, dass ihr meistens in diesen 3-5-7 Mid-Tier-Situationen oder halt Low-Tier in einem 9er-Gefecht seid und dass dieser Panzer dafür, was die Durchschlagswerte, was das Gunhandling angeht, was die Panzerung angeht, nicht ausgelegt ist. Das brauche ich euch nicht erzählen, aber das, wie gesagt, ist ein anderes Thema. Dieser Panzer hier für mich, wie gesagt, wenn es hochkommt, Durchschnitt. Ich hoffe, dass der Pantera, ich glaube, dass ab der Tierstufe 8 die Reihe deutlich angenehmer wird. Jedenfalls, wenn man so sich mal die Replays anschaut, beziehungsweise mal anschaut, wie denn so der Pantera oder der Standard B performen. Das ist schon eine andere Hausnummer. Wir haben jetzt hier den E25 gebounced. Ich habe auf dem Panther, auf dem P-43TR schon eine ganz gute Crew. Warum? Weil ich mit dem Progetto relativ viel in den Frontline-Battles unterwegs war. Also von daher, ich habe hier auf jeden Fall mittlerweile schon zwei Perks drauf. Der dritte ist gerade in der Schulung bzw. im Training. Also von daher, die Crew ist eigentlich schon ganz gut. Ihr seht das auch am Sichtkreis. Ich fahre den Panzer mit vertikalem Stabilisator, Ansetzer und entspiegelter Optik. So mein Standard-Medium-Setup. Auf der Tierstufe 6 ging es ja noch nicht. Aber jetzt hier auf der Tierstufe 7 kann man vertikalen Stabilisator verbauen. Und das ist auch das Setup, was ich euch empfehlen würde. Bei den Crew-Perks macht sich auf jeden Fall Brothers in Arms, also Waffenbrüder, schon bemerkbar, wenn man es hat. Also das ist eine Sache, die habe ich umgeschult. Jetzt habe ich als ersten Perk dann Waffenbrüder. Dann hat der Kommandant natürlich sechsten Sinn. Dann habe ich die Waffenhandhabungsskills, Fahren wie auf Schienen und ruhige Hand. Ich glaube, so heißen die, ausgebildet. Und jetzt bin ich gerade beim Kommandant bei den Sichtperks und der Rest der Crew Skill-Tarnung. Ich denke, wenn ihr das so auch drauf habt, Repairs ist natürlich auch noch eine Sache, die man gerne hat.
Gerade wenn man häufig dahin fährt, wo es weh tut und man getrackt wird, dann ist das so eine Sache. Also Repairs ist auf jeden Fall eine Option, die ihr andenken solltet. Und wenn ihr die Perks dann habt, dann habt ihr schon eine extrem gute Crew. Dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Ja, das ist mein Setup in dem Panzer. Ich habe 26 AP, 20 mal APCR, ganz einfach, weil es geht bei der APCR nicht wirklich nach oben. Ihr seht das selber, wenn ich euch das mal zeige. 195 Durchschlag, ja, okay. Damit penetriert man auch keinen 8er Heavy Frontal. Jedenfalls nichts, was so in der Liga IS-3 Defender spielt. Nichtsdestotrotz braucht ihr das schon hin und wieder teilweise, um diverse Panzer überhaupt in der Seite penetrieren zu können. Ich denke da so an so ein E75 oder so ein Oho oder ein VK 100-01P. All das, was man so antreffen kann. Ansonsten steigert ihr natürlich auch mit der APCR-Munition ungemein eure Shell Velocity. Aber ich würde euch dann wirklich auch nur in solchen Fällen die Verwendung von der APCR empfehlen. Ansonsten tut es auch die AP. Und ich denke, ihr tut nicht falsch daran, wenn ihr den Grind so günstig wie möglich gestaltet. Ich verzichte hier auch ganz bewusst auf Rationen. Ich denke, in dem 8er werde ich Rationen einbauen. Das macht sich bei Autoloadern immer eigentlich ganz gut. Aber das hier ist ja auch der letzte Panzer in dieser Reihe, der nicht dieses Revolversystem hat, sondern eine reine Einzelladerkanone. Von daher, ja, reicht das völlig zu, einen automatischen Feuerlöscher, kleines Medkit, kleines Rapkit und wie gesagt, 26 mal AP, das reicht schon für eine gehörige Zeit an Battle Time. Und wenn ihr dann echt mal in die Verlegenheit kommt, dann ladet halt das APCR, aber ansonsten würde ich, wie gesagt, versuchen, den Grind so günstig wie möglich zu gestalten. Jetzt haben wir da ein UI gespottet. Mit einem Komet oder mit einem Leo könnte ich mich jetzt hier einfach hinstellen und auf den UI feuern. Mit den 7 Grad Gun Depression funktioniert das leider nicht. Da muss ich wirklich schon sehr, sehr hoch pieken, um da einen Schuss anbringen zu können. Also Leo und Komet hätten hier überhaupt gar keine Probleme. Jetzt muss ich ein bisschen schauen. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit da hinten von dem E25 fressen. Wir haben jetzt sogar da noch einen GW-Tiger P. Da schießen wir natürlich favorisiert drauf. Jetzt haben wir da hinten so eine Su 100 M1, das ist zum Beispiel so ein Kandidat, da braucht ihr meistens sogar schon APCR, um den verlässlich in der Seite zu penetrieren. Ja, ist so ein bisschen dieser ganze Strang hin zum Objekt zu 68-4. Ich hoffe, dass sich da ein bisschen was tun wird jetzt mit den Nerfs, die angesprochen worden sind. Ich bin mir nicht sicher, ich habe jetzt bis jetzt nur Nerfs für das Objekt zu 68-4 gelesen, dass zum Beispiel die Su 100 M1 auf der Tierstufe 7 in etwa ähnlich dominant ist, hat Wargaming, glaube ich, nicht so auf dem Schirm. Aber gut, auch das vielleicht nochmal Thema für ein anderes Video. So, jetzt haben wir hier schöne Schüsse in die Seite vom UI. Das ist natürlich dankbar. Da kann man dann nochmal seinen Schaden in der Runde auf jeden Fall verbessern. Er hat hier sogar noch die OI Experimental Kanone drauf, die bouncen wir. Die hat ja nicht unglaublich viel Durchschlag. Also da hält die Panzerung dann, wenn mit 5er Kanonen auf euch geschossen wird, doch ganz gut. Und jetzt haben wir hier sogar noch die Möglichkeit, den UI rauszunehmen. Also wenn ihr die Zeit habt, voll einzuzielen, dann kann die Kanone auch schon mal recht brauchbar treffen. Ihr habt es gesehen. 12 zu 8 steht es, 1800 Schaden haben wir bis jetzt gemacht, 4 Kills schon und jetzt fährt hier sogar noch eine Su quer. Ich habe jetzt auf APCR geladen, ganz einfach, weil ich wusste, dass ich als nächstes hier auf die Su 100 M1 treffe. Mit APCR penetrieren wir auf jeden Fall die Seite. Mit der AP ist es so eine 50-50-Sache. Jetzt warte ich hier, ob der T3485 sie vielleicht nochmal rauslockt. Ja, ist nochmal nach hinten gefahren. Vielleicht können wir jetzt hier nochmal einen Schuss anbringen. Ah, selbst in dem Winkel reicht es dann schon nicht mehr. Den 5916 bekommen wir nicht mehr. Unser Team cappt das jetzt hier durch. Postgame-Stats zeige ich euch dann im Anschluss und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem zweiten Replay. Diesmal sind wir unterwegs auf Erlenberg. Ihr seht, die Voraussetzungen sind die gleichen. Wir haben wieder 357, 38er, 57er, der Rest aufgefüllt mit 6ern. Ich meine, wie gesagt, das ist noch zu ertragen. Ganz einfach, wenn ihr in der Mittier-Situation seid, dann ja, habt ihr schon noch genug Ziele, die ihr auch mit euren 165 mm durchschlagen könnt. Schlimmer wird es dann, wenn ihr im 8er die ganze Zeit nur aufgefüllt werdet in 10er-Gefechte. Also das finde ich deutlich schlimmer. In diesem 7er-Matchmaking, wo man relativ häufig in dieser Mid-Tier-Situation ist, das ist für mich noch okay.
In Neunergefechten habe ich absolut keinen Spaß mit diesem Panzer. Ganz einfach, weil es da 3-9er gibt, 5-8er. Da ist nicht mehr allzu viel mit Zielen, die ihr verlässlich penetrieren könnt. Aber auch schon hier in diesen Szenarios gegen diese 3-8er habt ihr es unglaublich schwer, da zu bestehen. Da ist natürlich bei diesen 3-5-7-Situationen immer so die Frage, welche 8er, welche Top-Tiers performen besser? Die vom Gegner oder die eigenen. Und das ist dann meistens auch ausschlaggebend für den Ausgang des Matches. Ich habe mich jetzt hier zusammen mit dem Škoda T25 erstmal hier nach oben orientiert, weil ich gehofft hatte, dass der MT25 vielleicht ein paar Spots bringt. KV85 weiß ich nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, da vorzufahren, gerade vor dem Hintergrund, dass da gerne mal ein paar TDs im Hintergrund stehen. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von 6er Mediums, die gar nicht am Gefecht teilnehmen wollen, die bleiben da einfach hinten irgendwo stehen. Jetzt mache ich einen eklatanten Fehler und schieße hier unten auf den T44 und das wird natürlich direkt bestraft mit einer Skorpion-G-Schelle, der da hinten schon seine Position auf A0 gefunden hat. Da braucht ihr euch auch keine Illusion machen, dass ihr das bounced. Da sind einfach mal 50% der AP direkt weg. Ja. Und es steht gerade 0-0. Aber jetzt auch mit dem Wissen darum, dass im Hintergrund ein Scorpion steht, jetzt hier vorne ein IS-3 kommt und ein T-44, wäre jetzt wahrscheinlich die schlauere Option, gar nicht zu versuchen, APCR zu laden und die Gegner zu durchschlagen, sondern einfach wegzufahren auf die andere Flanke, weil wir mittlerweile schon wissen, dass im Hintergrund der Scorpion steht, dass hier vorne der IS-3 steht, dass dahinter noch der T-44 steht, da haben wir auch noch ein 7er Medium. Also, es wäre jetzt an dieser Stelle ehrlich gesagt deutlich schlauer gewesen, da muss ich das muss ich mir selbst ankreiden, einfach auf die andere Seite zu fahren, auch wenn wir jetzt hier selber 2-8er auf der Flanke haben mit dem VK4502 und dem WZ, ist es wahrscheinlich gar nicht so clever, hier jetzt einfach darauf zu warten, was passiert, weil ihr halt eine passive Rolle einnehmt, die ihr nicht einnehmen wollt, weil man so überhaupt gar keinen Mitgestaltungsspielraum hat und ich jedes Mal, wenn ich jetzt hier hochpieke, riskiere ich es nochmal, ein Brett vom Scorpion zu fangen. IS-3, ob ich nun APCR oder AP lade, ist eigentlich gehüpft wie gesprungen. Solange ich ihn nicht irgendwie in der Seite bekomme, werde ich ihn nicht verlässlich penetrieren. Der einzige, auf den ich jetzt hier noch feuern kann, ist der P43 TER. Unser T3485M hat da hinten, glaube ich, gerade auch eine Scorpion-Schelle gefressen. Auf jeden Fall hat er mit einem Schlag ziemlich viel AP verloren. Ja, und dieses darauf warten, dass was passiert, das ist meistens der falsche Ansatz oder führt zumindest häufig dazu, dass ihr keinen nennenswerten Einfluss in diesen Gefechten habt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwer jetzt hier, der Panzer hat 380 Meter Sichtweite, ja, und ich komme hier knapp so auf die 440 Meter Sichtweite, aber alles in allem fühle ich mich jetzt nicht so, dass ich Scouts etc. oder ein E25 outspotten könnte. Hat der Škoda T25 gerade gefressen. Aber wie gesagt, ich zeige euch das jetzt einfach, dass ihr so ein bisschen auch ja einfach mal diesen Eindruck bekommt, wie ist das, wenn man den Grind so durchzieht, dass ihr einfach mal 3 Gefechte am Stück seht, egal wie sie gelaufen sind. So, und jetzt habe ich ja tatsächlich mir überlegt, dass ich jetzt hier nicht länger warten will. Es steht schon 1-4. Der WZ hier hinten, der bewegt sich keinen Meter. Wir haben da jetzt oben noch einen T-44, der rüber pusht. Den konnte ich sogar rausnehmen für 84 AP. Aber der VK kriegt jetzt auch gerade von der Arti ins Gesicht. Dahinter pusht jetzt noch der IS-3. Oben ist schon der Centurion. Der Scorpion G aufgetaucht. Wir konnten jetzt hier nochmal dem A43 eine mitgeben. Er scheint auch nicht die allerbeste Crew zu haben, jedenfalls werde ich hier nicht gespottet. IS-3 steht da auch schon völlig offen, spottet mich aber auch nicht. Geht jetzt hier direkt in Angriffsmodus auf unseren VK. VK ist draußen. Und ich habe mir jetzt verkniffen, hier nochmal zu schießen, sondern ich wollte jetzt erstmal in die nächste Deckung fahren. So, und jetzt seht ihr das Dilemma. Ihr habt da 328 HP, IS-3. Wir können ihn zwar tracken, aber wir können sonst auch nicht viel mehr machen. Kriegen jetzt hier nochmal die 149 Unterstützungsschaden für den Trackshot. Jetzt habe ich auf APCR geladen, habe gehofft, dass das vielleicht reicht, wenn er den Turm zur Seite dreht, dass ich ihn durch die Turmseite feuern kann.
Jetzt habe ich gedacht, okay, vielleicht dreht er sich ein, dass ich sein erstes Kettenrad penetrieren kann. Aber dafür ist die Kanone auch nicht genau genug. Immerhin kriegen wir jetzt hier den IS-3 noch raus. Ich lade wieder oben auf AP. Und ihr seht, das war jetzt schon eine richtig teure Runde. Warum? Weil wir jetzt ein paar Mal APCR geschossen haben und die Schüsse nicht penetriert haben. Jetzt habe ich eigentlich voll mittig auf den Scorpion geschossen und der Schuss ist zum Glück noch reingegangen, aber irgendwo ins Heck. Jetzt pushen da der P43TR und der Scorpion G auf unseren WZ drauf. Ich glaube nicht, dass ich dem da jetzt auch irgendwie helfen kann. Jetzt einfach nochmal versucht, blind zu schießen. Ich muss jetzt selber sehen, dass ich hier wegkomme. Wir haben schon eine Su 122, noch einen Cromwell in meiner Flanke, die jederzeit hier noch dazustoßen können. Da kommt schon der Crumble angefahren. Jetzt ist es wahrscheinlich sogar schon zu spät abzuhauen. Also, was ihr an der Runde seht, erstens war es nicht gut für mich gespielt. Ich hätte hier viel früher, nachdem ich wusste, dass alle drei Achter auf der Seite sind, hätte ich lieber auf die andere Seite fahren sollen. Aber da standen dann Leo, E25, Pudel. Also, es ist zum einen meine Spielweise gewesen, es ist zum anderen die Karte Erlenberg, die ja mehr als kämpffördernd ist. Und dann natürlich noch der Panzer, der auch jetzt nicht unbedingt derjenige ist. Und ich nenne das immer Matchgestalter. Es gibt einige Panzer, die sind tatsächlich in der Lage, Matches zu gestalten. Und dann gibt es halt so einen Panzer wie den P43TER, der, wenn es gut läuft, schon auf seinen Schaden kommt, schon auch seine Kills machen kann, seine Treffer setzt. Aber er ist auf jeden Fall nicht derjenige, der den Unterschied macht. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach nochmal das dritte Replay an. Und wieder haben wir ein 3-5-7 Matchmaking, 3 Achter, 5 Siebener, der Rest aufgefüllt mit Sechsern. Und so ironisch, wie das vielleicht klingen mag, aber an der Stelle kann man schon sagen, dass wir schon richtig Glück hatten mit dem Matchmaking, weil wir in diesen drei Gefechten nicht ein einziges Mal in ein Neuner-Gefecht gekommen sind. Und ich tatsächlich schon, und so weit ist es schon gekommen, ich tatsächlich zufrieden bin, wenn wir nur 3 Achter haben und ansonsten hier in der Mittier-Rolle ein bisschen was machen können. Also, dass man in diesem Leben nochmal irgendwo Top-Tier sein darf, es sei denn, man spielt Tier 10. Davon habe ich schon längst Abstand genommen und freue mich schon über solche Matchmakings und rede dann davon, dass das hier Matchmaking-Glück ist, was wir haben, dreimal in Folge in ein Achtergefecht zu kommen. Und ja, ich will auch gar nicht mehr dazu sagen. Kommt eh noch ein Video dazu. So, wir haben eine Lorraine 40 Tonnen mit auf unserer Flanke. Wir haben da hinten jetzt einen T-34. Ihr seht schon, wie die Schüsse auch aus dem Zielkreis dann rausfliegen. Obwohl das voll durchgezielt war, nicht mal im Ansatz irgendwo Richtung T-34-85M geflogen. Arti ist auch direkt auf uns drauf. Immerhin 250 Unterstützungsschaden. Jetzt habe ich hier geguckt, ob ich vielleicht kurz den 12 Tonnen mit rausnehmen kann. Der wird schon rausgenommen von unserer Lorraine. Und der Crumble B fährt jetzt vor. Bis jetzt haben wir noch nicht wirklich viele Informationen, aber ich habe gesagt, okay, wenn der Crumble B hier nach vorne fährt, dann fahre ich einfach mal mit. Wie gesagt, auch von der Sichtweite her habe ich ja ganz gut Sichtweite und kann hier mein Team vielleicht auch dadurch unterstützen. T43, T71. T71 hat uns hier zum Glück nur getrackt. Jetzt ist zum Glück auch da hinten der ISM aufgegangen. Also wir wissen, wo der Rheinmetall steht, wir wissen, wo der Super Pershing steht und wir wissen, wo der ISM steht. Also von daher haben wir jetzt alle Informationen, die wir brauchen. Und diesmal sind wir auf der Seite, wo nur ein einziger Achter steht und das ist ein TD. Also von daher ist das jetzt in unserem Sinne gelaufen und wir können hier, denke ich, ganz gut Druck machen. Wir müssen hier vor allem auch ganz gut Druck machen. Der Cromwell B hat gerade von der M44 ein faires Brett bekommen. Keine Ahnung, ob der Schuss getroffen hat. Ich denke, es sah ganz gut aus, dass der Schuss reingeflogen ist. So, und jetzt müssen wir natürlich vorsichtig sein. Da steht ein T43 Haldown. Ob das jetzt so schlau ist, was ich jetzt hier mache, obwohl ich gerade gesehen habe, dass der Crumble hier durch die Arti geplatzt ist. Ich wollte unbedingt jetzt nochmal dem T43 einen drücken. Aber mir ist dann auch aufgefallen, dass es vielleicht nicht die allerbeste Idee ist, hier stehen zu bleiben. Gerade vor dem Hintergrund, dass beide Artis hier reinschießen können. Und von daher habe ich jetzt gesagt, okay, nehme ich die Mittelgasse. Die Lorraine 40 Tonnen braucht vielleicht auch hier ein bisschen Unterstützung. Scorpion zieht immerhin nach.
Hinten im Hintergrund haben wir noch einen IKV stehen. Scorpion hat jetzt hier oben den MT25 rausgenommen. Und vielleicht können wir jetzt hier den T43 überraschen. So sieht's aus. Er guckt nicht in unsere Richtung. Den müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Die Lorraine kommt schon an mit einem frischen Clip. Also sollte er hier regeln können, kriegt dafür aber leider wieder ein bisschen hart ins Gesicht. Ich denke, von oben, von dem T71DA hat er hier gerade gefressen. Arti hat auch nochmal reingeschossen. 5:4. Also das Spiel ist noch lange nicht gewonnen. 6:4. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier vielleicht oben noch ein paar Spots bringen. Der Rheinmetall hat uns gespottet, hat uns hier erstmal schön für 500 eingegeben. Und jetzt seht ihr, was die Genauigkeit 0,38 bedeutet. Wir können ihn zwar spotten, aber wir treffen ihn nicht, weil er da hinter dem Wrack Deckung gefunden hat. Auch jetzt treffen wir ihn nicht. Gott sei Dank, Autobounce-Winkel. Gott sei Dank haben wir noch rechtzeitig zurückgezogen. Auch den Schuss treffen wir nicht. Also, die Kanone ist auf jeden Fall nicht dafür gemacht, um irgendwelche Pixel-Shots zu treffen. Immerhin, scheinbar hat unser Arti einen besseren RNG-Tag gehabt und hat hier den Scorpion für uns rausgeklickt. Auch der T-71 ist gerade rausgegangen. Scorpion hat ihn gefinisht. Jetzt haben wir hier nochmal 198 von der Arti kassiert. Also anhand von dem Rheinmetall haben wir gerade ganz gut, denke ich, gesehen, wenn ihr mal wichtige Schüsse treffen müsst und die Zeit zwar habt, durchzuzielen, aber die Kanone euch dann ja, zeigt, was 0,38 Genauigkeit in diesem Spiel bedeuten, da macht ihr nichts. Wenn man natürlich jetzt die ganze Flanke von so einem Super Pershing bekommt, das nehmen wir natürlich dankbar an. Jetzt dreht er die Panzerung wieder in unsere Richtung. Habe ich ihn jetzt versucht zu tracken, hat nicht ganz funktioniert. Der VK jetzt im Hero-Modus, rammt einfach mal als Sechser den 8er Super Pershing. Kann man mal machen. Hat immerhin dafür gesorgt, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, ihn hier rauszunehmen mit einem Schuss in seine Seite. Auch hier hat erst der zweite Schuss getroffen. 1300 Schaden, 1100 Unterstützungsschaden, ist jetzt noch nicht wirklich viel. Immerhin steht es 10:7. Und wir können hier nochmal einen Treffer auf die Arti anbringen. Arti geht raus. Also die zweite Arti vom Gegner, die draußen ist. Jetzt jodelt hier der Cromwell. Er will unbedingt den Scorpion raushaben. Und jetzt haben wir halt das Problem, dass unsere DPM hier zu schwach ist, um dem Cromwell wirklich Paroli zu bieten. Lassen wir ihn hier leider mit 22 HP stehen. Und er bekommt die Möglichkeit, uns hier rauszunehmen. Ja, alles in allem, denke ich, habt ihr jetzt einen Eindruck bekommen. Der Panzer ist einigermaßen mobil. Die Kanone, wenn man denn voll eingezielt ist, wenn man die Zeit hat zu zielen, hin und wieder trifft sie, hin und wieder trifft sie nicht. Ich würde sagen, die wichtigen Schüsse macht sie nicht. Das Matchmaking ist auch so ein Thema für den P43 TER. Alles in allem, mein Fazit zu dem Panzer, wenn man fair ist, Durchschnitt, mehr aber auch nicht. Kann man grinden, ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass es ein super, super painful Grind ist, also dass ihr dafür megamäßig leiden müsst, um zum Achter zu kommen. Also man kann ihn schon fahren, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ihr irgendwie in Glücksgefühlen ausbrecht. Ich hoffe, dass das mit dem Achter dann anders wird und ich würde sagen, wir werfen jetzt einfach nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, die erste Runde auf Overlord war dritter Klasse, 57.000 Credits haben wir bekommen, 5.640 Erfahrungen, weil mal 3-Event war und weil ich Booster an hatte, dann die Pascucci-Medaille, schauen wir ganz kurz auf die Teamscore, 2.326 Schaden, 4 Kills, 940 Basiserfahrung, also jetzt nicht unbedingt berauschend, aber auch kein schlechtes Match, also ich würde sagen sogar leicht überdurchschnittlich, schauen wir ganz kurz über auf den detaillierten Report, 19 Mal geschossen, 12 Mal getroffen, 11 Mal penetriert, 523 Schaden über eine Entfernung von 300 Meter, 53 Unterstützungsschaden in 7 Minuten 47 und wir haben hier 30.000 Credits plus gemacht, jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, dass ich Credit Booster laufen hatte, sonst wäre das hier sicherlich ein bisschen weniger geworden. Dann hätten wir hier ja, nur knappe 15.000 Credits plus gemacht. Schauen wir mal ganz kurz auf das zweite Match. Das haben wir verloren, wen wundert's. Hier haben wir
1576 Schaden gemacht, ein Kill, 329 Erfahrung, also Top-Erfahrung hier in dem Spiel gesammelt. Schauen wir ganz kurz, vom Schaden her sind wir Dritter geworden, nach den beiden Achtern, die sich auch nicht mit Ruhm bekleckert haben. Der Scorpion hat das hier fast im Alleingang geregelt. Schauen wir ganz kurz auf den detaillierten Report. 13 Mal geschossen, 10 Mal getroffen, 7 Mal penetriert. 149 Unterstützungsschaden in 8 Minuten 23 und unterm Strich haben wir 1700 Credits miese gemacht. Ich hatte es ja schon während der Runde angesprochen, weil wir APCR geschossen haben und weil wir die APCR dann auch nicht penetriert haben. Wenn wir die APCR penetriert hätten, dann wäre es nicht ganz so teuer geworden. So haben wir tatsächlich hier Minus gemacht. Schauen wir nochmal ganz kurz auf das dritte Match. Das war erster Klasse. Schauen wir hier ganz kurz auf die Teamscore. 2532 Schaden. Also schon ordentlich hier rauskloppen dürfen. Ein Kill, 1199 Basiserfahrung. Schauen wir hier ganz kurz auf den detaillierten Report. 20 Mal geschossen, 14 Mal getroffen, 11 Mal penetriert. 961 Schaden über eine Entfernung von 300 Meter, 1000 Schaden sogar mit der Panzerung geblockt und 1149 Unterstützungsschaden in 5 Minuten 54 und hier haben wir 35.000 Credits plus gemacht. Also, ich hoffe, ihr habt jetzt einen runden Blick auf den P-43TR werfen können, ob ihr den Panzer dann tatsächlich spielen wollt, ob ihr ihn mit freier Erfahrung überspringt oder ob ihr sagt, hey, so schlecht finde ich ihn gar nicht, ich gehe auf jeden Fall weiter den Weg, ich werde es auch machen, ich freue mich schon, ich habe noch 30.000 Erfahrungen, die ich zu grinden habe, dann bin ich beim Pantera, da bin ich echt mal gespannt, wie der auf der Tierstufe 8 ist, ob er ähnlich wie der Progetto performt oder ob er da irgendwo deutliche Nachteile hat, keine Ahnung, ich habe es mir noch nicht angeschaut, ihr werdet es auf jeden Fall hier auf dem Kanal erfahren, also nachdem der 6er meiner Meinung nach super schlecht war, super viel Frust erzeugt hat. Der 7er auf jeden Fall ein Panzer, wo man sagen kann, ist okay, kann man spielen, kann man grinden, macht jetzt nicht unbedingt viel Laune, aber ist jetzt auch nicht so, dass man da die ganze Zeit irgendwie in Tränen ausbricht. Mal schauen, wie es dann beim 8er wird. Wie gesagt, ich werde es euch erzählen. Und ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, falls es euch weitergeholfen hat, lasst dem Ganzen ein Like da. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.